Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Es ist 15.25 Uhr, haben wir es am 21. Januar, samstags. Es ist kurz vor der 300. Folge der LPLS, also des Streams. Ich bin total unvorbereitet. Man sieht, ich sitze hier noch irgendwie so ein bisschen in so einem Schlabber-Look. Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Hinten ist es total unaufgeräumt. Da sitzt übrigens Gizmo. Ja, wie ihr sicherlich am Titel schon erkannt habt, geht es um ein weiteres... Ich bin total überlichtet über ein weiteres Unboxing-Video. Ja, es ist schon wieder Weihnachten quasi bei mir, denn, ja, wie soll ich sagen, ich habe hier eine Tüte stehen. Ich hole die mal eben, warte mal. Die ist ein bisschen größer. Die ist aber nicht so groß wie die Dishonored-Packung. Die ist von Sinpop-Kultur, keine Ahnung. Hier drin befindet sich etwas. Ich werde mal... Wie mache ich das denn? Ich mache das erstmal so, dann wisst ihr ungefähr, worum es geht. Ja, es ist Resident Evil 7 in der Collectors Edition. Hier ist so ein schöner, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, so ein Wackelbildchen, wie es früher war oder gab. Ja, VR-kompatibel. Ich habe jetzt schon Angst. Das lege ich mal beiseite. Und natürlich kommen wir eigentlich quasi zum Kernstück. Das nehme ich mal auf den Schoß. Oh Gott, ich habe Angst. Ich packe es übrigens zum ersten Mal aus. Oh, warte mal. Ich muss es anders machen. So. So, hier ist noch ein Kassenbeleg drin, der ist unwichtig. Wichtig ist hier diese Box. Ich packe sie jetzt zum ersten Mal aus. Ich habe noch gar nicht nachgeguckt, ob alles ganzes heile ist. Das werden wir jetzt selber live in Action in Farbe sehen. Ich zeige euch das mal. Das sieht, so sieht das aus. Ja? Collectors Edition Resident Evil Biohazard. Ich drehe das mal um. Bei mir ist es spiegelverkehrt, bei euch ist es richtig rum. Ja, wie gesagt, hier Collector's Edition. Das ist so eine schöne Schubabox. Ich drehe das mal so ein bisschen. So sieht das aus. Hier im Übrigen, die 4D Candle, das ist die sogenannte Cap. Im Übrigen, da ist, ja, schon alles vorbereitet für die 300. Folge-Stream. Ne? Hier im Rechner läuft gerade noch. Hallo, seht euch selber. Die Kerze, oh Gott, die riecht schon. Es riecht schon so fürchterlich, wenn man nur alleine die aufmacht. Ich habe Angst. Ich weiß noch nicht, wie ich das Ganze handhabe, damit VR mit Kerze anmachen. Bin ich so ein bisschen unsicher, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Wie dem auch sei, ich mache mal eben die Dings auf. Ich stelle euch mal wieder hier ab. Warte mal. So. Und ich bin gespannt, was mich jetzt erwartet. Ich hoffe, über die. Alter Schwede. Ja, hier ist so ein Pappschuber. Ja, den packe ich mal hier hin. So, und hier drin befindet sich schon quasi das Kernstück der Collectors Edition. Und zwar das Herrenhaus. Na, das ist dieses Herrenhaus von dem Spiel halt, wo die Bakers drin wohnen. Ja, ich kann aber eben kurz, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ich mach mal eben so, vielleicht kann man es. Stellt die Kamera scharf? Ich hoffe, die Kamera stellt mal gleich mal so langsam ein bisschen scharf. Ja, das Kernstück, da guckt schon da guckt der Finger raus, ist auch sehr lustig. Also ist schon sehr detailliert, muss ich sagen. Also ich schau mal, was haben wir denn hier Schönes? Ich guck mal, hier ist. Da ist gar nichts drin. Da ist nichts drin. Hier ist ein Finger. Das ist übrigens. Alter. Das ist der. Warte mal, ich mach das mal anders. Ich stelle mal die Kamera hier so hin. So. Könnt ihr das so sehen? Immer so. Das ist der. Na? Der Gizmo ist wieder hier so. Das ist der USB-Stick-Finger. Ja, toll, meine Fingernägel, super. Und den zieht man so auseinander und hier ist noch. Was ist das denn? Hier ist irgendwie noch so ein Kleber drin, damit das nicht auseinander geht. Ich weiß ja, ob man es erkennen kann hier. Das ist voll eklig. Das fühlt sich so, das ist so ein bisschen so ein. Damit das wahrscheinlich nicht auseinander geht. Ist ein nettes Gimmick. Ja, kann man mal machen. Ich weiß gar nicht, wie viel Speicher das Ding hat. Keine Ahnung. Kommen wir mal zum Herzstück. Ich pack das mal aus. Ich trau mich gar nicht. Boah, Alter, wie schwer das ist. Man mag das. Okay, hier scheint, glaube ich, doch noch ein bisschen was drin zu sein. Ich weiß nicht genau, was, wahrscheinlich Bücher oder so. Ich muss mich ein bisschen auch beeilen, echt so unter Stress. Also es ist schon sehr, es ist sehr schwer, muss ich sagen. Es wiegt echt viel. Ich kann das mal so ein bisschen
zeigen, wie das aussieht. Also es ist eine tolle Verarbeitung, ist sehr detailliert. Weiß gar nicht, kann man das so erkennen, wenn ich das so... Ich muss gucken, dass ich das so ein bisschen reinkriege. Warte mal, ich stelle mir das mal auf diesen Schubber hin. Warte mal. Ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, weil ein Kollege von mir gesagt hat, der hat das abgut, bei dem war das Haus kaputt. Bei mir kann ich bisher noch nichts dazu sagen. Wo ist die Kamera? Ja, ich bin sofort wieder im Bild. Moment. So, da haben wir das Häusli. Ich weiß nicht, man sieht, also es ist sehr detailreich. Ja, es wiegt, würde ich sagen, keine Ahnung, ich bin so schlecht im Schätzen, was Gewicht angeht und so, muss ich sagen. Also es ist sehr, sehr detailreich. Hier ist hinten noch so ein Fächlein. Ich weiß gar nicht, wofür das ist. Ist es für das Spiel? Ich schau mal eben. Ich glaube, Tatsache, oder? Ich glaube ja, aber nur für das Spiel ohne den Schubber. Ich zieh mal den Schubber ab, warte mal. Hochprofessionell. Ich glaube ja, ich glaube, so ist es, glaube ich. Ich glaube, so ist es gedacht. Ja, den Schubber, den kann man hier oben so drüber packen. Alter, was ist los? So. Ja, so würde das dann aussehen. Ich kann mal eben, damit ihr das mal ungefähr seht, wie groß das ist. Ich habe hier so eine Uhr. Ich habe einen Zwölfstock. Jetzt wird, ne? Länge gemessen. So, dann seht ihr das mal ungefähr. Ja. Also es sind gute... Huch, ich sollte vielleicht auch mal da hingucken, wo ich die Kamera hinhalte. Alter, es sind gute 20 cm von der Fläche her auch, würde ich sagen. Es sind sogar ein bisschen mehr. 21 cm sogar. Da kann man sehen. Ja, 21 cm. Von der Breite her sind es sogar 23 cm. Also schon ordentlich. Wie gesagt, vom Gewicht her kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich bin schon schlecht im Schätzen. Naja, sage ich irgendwie 100 Kilo und das stimmt naja gar nicht. Aber das wiegt schon ordentlich. Also ist schon ein ordentliches Häuslein, wenn ich das mal so sagen darf. So, ich nehme mal das Spiel hier weg. Leider darf ich es in der 300. Folge, das wäre natürlich ein Traum, in der 300. Folge LPLS Resident Evil Stream wäre ein Traum gewesen. Wäre echt ein Traum, aber leider geht's nicht. Also es ist vom Gewicht her, ich würde sagen, vielleicht sogar, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht. Weiß nicht, 10 Kilo? Ich keine Ahnung, weiß nicht. Bitte korrigiert mich. So sieht das Ganze aus, toll, toll verarbeitet, finde ich super. So, da gucken wir nochmal was, ich stelle das Häuschen einmal weg. Da gucken wir eben, was hier noch sonst noch drin ist in der Box. In der Box, warte mal. Hier ist so ein Schuber, den kann man aufklappen. Und hier sind noch mehr Sachen drin. Hier ist, jetzt muss ich gucken. Aha, das ist schon mal gut. Hier muss man nämlich den Code freirubbeln, damit ich jetzt, den kann ich ruhig in die Kamera zeigen. Hier ist so ein Survival Pack Action Set. Ja, das ist ein Survival Pack. Hier ist der Code hinter. Da könnt ihr jetzt gucken, den kriegt ihr nicht. So, dann ist da noch drin. Was haben wir noch drin? Wir haben hier ein Schubber. Noch so ein kleines Schüberchen. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Es sieht aus wie, man zieht das hier so raus. Und ich weiß nicht, was das ist. Es ist, da sind noch mehr Sachen drin. Schau mal. Was? Es sind... Ach, das sind nach krass. Ach, das sind weitere für die Hüllen vom Spiel. Das kann man hier so falten, wenn man möchte. Und dann kann man das um die Hülle packen vom Spiel. Das ist ja geil. Das ist ja super. Hier haben wir auch nochmal sowas. Ich glaube, zwei Stück. Kann man vorne sowie hinten verwenden. Ist, glaube ich, beides dasselbe. Kann man sogar eins verschenken, wenn man möchte. Ach, das ist ja cool. Ist sogar noch eins drin. Huch. Ist sogar, glaube ich, wenn ich das richtig sehe. Ja, na, komm raus, der will nicht. Ja, Tatsache. Ist etwas, einer sogar kleiner für eine CD, glaube ich, oder so. Für eine CD-Hülle. Also total geil. Feiere ich ein bisschen. Okay, ist jetzt nichts Weltbewegendes. Keine Ahnung, ist irgendwo in der Druckerei hergestellt worden. Aber gut, okay. Finde ich sehr schön. Muss ich sagen, finde ich sehr schön. Ich hoffe, ich kriege das irgendwie hier wieder rein. Irgendwie, ohne das kaputt zu machen. Na? Weil ich will das einfach ordentlich wieder da rein tun. Weil das soll so drin bleiben. So, dann ist das schon mal da drin. So, dann kommen wir zum nächsten. Ist nochmal so ein Schüberchen hier. Ich packe mal so ein bisschen den Karton beiseite. Nochmal so ein Schüberchen. Ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich ziehe das mal vorsichtig raus. Das sind, glaube ich, ja, das sind Artwork-Fotos.
glaube ich zumindest, das ist nur noch der Schubber. Das sind, boah, alter Geil, aber was für eine Qualität. Alter Schwede, ganz toll. In so einer Hartplastikqualität sind das so Bilder. So Artworks. Total cool. Hier nochmal so ein Artwork von so einem Tisch mit so Kaffeeflecken, so Zeitungen und tralala. Also richtig toll. Und auch wirklich sehr dick, also. Sondern dann haben wir hier noch irgendwie, entweder sind wir das, weil daneben liegt der Baker. Ich glaube im Spiel wird das wahrscheinlich anders aussehen. Wir werden wahrscheinlich dann hier liegen und hier steht wahrscheinlich der Baker dann oder so. Ne? Also, gut, dann werden wir sehen. Dann noch ein sehr schönes Bild, das werde ich mir wahrscheinlich im Schlafzimmer aufhängen und einrahmen lassen. Da kann ich dann nachts sehr gut schlafen. Das finde ich super, vor allem, weil hier jemand steht, den ich nicht kenne. Vielleicht ist das eine von den Damen, die hier im Haus ja angeblich ermordet worden sind. Das werden wir sehen. Und noch so ein schönes Familienporträt, das ich mir wahrscheinlich in der Küche aufhängen werde, weil das ist nämlich das große Abendmahl bei den Bakers. Das finde ich sehr schön. Ich finde, das kann man sich mal in der Küche aufhängen. So, ja, ich würde sagen, das ist soweit schon mal das zu den Fotos. Ich finde die sehr schön. Ich muss sagen, ich finde die von der Qualität her sehr schön. Das ist ordentlich. Also ist jetzt nichts irgendwie so, wo ich sagen würde, boah, das fühlt sich irgendwie nur nach Papier. Das ist schon hart, hart Papier. Und dann kommen wir noch zum ganz großen. Wie kriege ich das denn hier raus? So. Das größte von allen, sag ich mal, oder beziehungsweise es ist ein Artbook. Man mag es gar nicht glauben, ein Artbook mit Hardcover. Ja, weiß nicht, kann man es sehen, wenn ich es so mache? Ja, Hardcover, ja genau, Artbook, da sieht man so ein Lidl Artbook. Ist nicht gerade dünn, also hat schon ordentlich Seiten. Ich klappe das mal auf, ist nichts drin. So, doch, warte. Oh, das ist sehr schön. Das ist sehr schön. Ich nehme mal die Kamera, dann seht ihr das mal. Oh, das gefällt mir. Das ist echt toll. Das ist echt toll. Also es ist wirklich Vorwort. Eine wahre Hommage. Zunächst möchten wir einige allgemeine Worte verlieren, bevor du damit beginnst, in dieses Artbook zu schwelgen. Dieses Werk ist alleinig Resident Evil gewidmet und entführt dich auf eine kleine Zeitreise, die den erfolgreichen Titel der Serie gilt. Das steht jetzt hier und natürlich ein bisschen mehr. Ich finde es sehr schön. 1996 Resident Evil. Da noch ein schönes Artbook. Oh, das ist ja toll. Das ist ja klasse. Oh, das ist hier Resident Evil 2. Ist so ein bisschen so die Geschichte von Resident Evil. Hier nochmal ein paar Bildchen. Ich blätter mal ein bisschen weiter nach hinten. Hier mit Leon aus dem vierten Teil. Oh, voll geil. Mag ich. Mag ich sehr. Und nicht gerade wenig, muss ich sagen. Also sehr schön. Nicht gerade wenig. Das ist übrigens meine Nachbarin. Sehr schön gemacht. Ich blätter mal so grob mal einfach mal weiter. Das ist, glaube ich, der sechste Teil. Das ist Revelation 2. Wir haben bei ja auch gespielt im Stream, falls ihr euch im Sinn könnt, mit Claire Redfield. Oh, cool. Und dann mit der Insel, ja genau. Hier noch eine letzte Seite. Hier ist nochmal 20 Jahre Resident Evil. Noch mal drin, da unten steht es 24. Januar Resident Evil 7. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Gehen wir ein bisschen näher ran. Ja. Hier nochmal alles aufgeführt, wann welcher Titel kam und so weiter und so fort. Ja, dann kommen wir zur letzten Seite und das war's. Ich muss sagen, das ist es. Und das, würde ich sagen, war quasi, die Collectors Edition von Resident Evil 7. Das Büchlein, das Häuslein, was ich nochmal im Bild hole, warte. Das Häuslein mit dabei. Und sehr geil. Also hat mir sehr gut gefallen. Ein stolzer Preis für 90 Euro, glaube ich, 100 Euro habe ich jetzt dafür bezahlt. Sehr geil. Hat mir, also wie gesagt, definitiv gelohnt, ist echt cool, gefällt mir, bin ein großer Freund jetzt. Wie gesagt, ich fange ja jetzt momentan das erste Mal an, mir Collectors Edition zu holen, habe ich ja vorher nie gemacht. Sehr geil, also lohnt sich, meiner Meinung nach, wer Fan ist der Reihe, so wie ich bin, der sollte sich sowas definitiv zulegen, weil ist vielleicht, klar, viele sagen es Staubfänger, aber wie gesagt, ich finde es echt cool, mir macht es echt Spaß, sowas zu besitzen. Hier oben sieht man sogar übrigens noch die Dishonored Collectors Edition. Hinten ist noch irgendwo der Terminator Totenkopf. Ich weiß nicht, ob man den
Nee, warte mal. Da, nee, Quatsch. Ach, der steht hier. Da ist die VR-Brille drauf. Oh Gott, das Spiel in VR-Spiel. Das werden wir einen Stream spielen. Wahrscheinlich sogar den Release-Tag am Dienstag. Wenn ich vielleicht sogar von Capcom, ich weiß es nicht, eine E-Mail bekomme, dass ich es erst streamen darf. Ich werde mal nachfragen, aber ich glaube da nicht dran, weil ich ja nur so ein kleiner Streamer bin. Aber gut, das soll es gewesen sein mit dem Unboxing-Video zu Resident Evil 7, der Collectors Edition. Und ich würde sagen, mit dem Finger, dem USB-Stick-Finger, popel ich mir jetzt noch ein bisschen in der Nase. Und wir sehen uns dann in einem weiteren Video oder halt in der Let's Play Live Show. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und bis dann. Ciao, ciao.